Hallo zusammen, willkommen zu Minecraft Zone mit dem Chaoscrafter. Hallo. Und mir. Und, oh mein Gott, ist hell geworden. Wir sind gerade auf der Suche nach Reaper-Büchern, damit wir das quasi verzaubern können und unsere Mob-Farm unendlich krass aufbauen können. Also damit die ganze von alleine läuft. Ja. Und, da haben wir schon beim Heiko angefangen, da haben wir richtig dicke Sachen gebaut. Auch mal was Sinnvolles an unserer jetzigen Mob-Farm, da war am Anfang nicht nachgedacht. Und, wie viele Reaper haben wir jetzt? Ich weiß nicht, der soll du. Alle? Alle. Okay, warte mal, ich habe zwei Zweier Reaper. Das jetzt ist ein Dreier. Genau, ein Dreier. Und jetzt habe ich noch zwei Einser Reaper. Also wir kriegen keinen Vierer Reaper hin, wir hätten aber einen Dreier Reaper. Sollten wir jetzt mal ein Schwert verzaubern? Ja, wir können das Schwert dann auch noch besser machen später, ne? Stimmt. Aber was für ein Schwert machen wir da jetzt? Gute Frage. Ja, irgendwas, womit man vielleicht one-hitten kann oder so. Ja, wenn der Schwert oder so geht ja nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas anderes. Sword. Oh mein Gott, du hast recht. Ich habe recht. Auf was können wir das denn machen? Ne, auf so ein Tinker's Construct Schwert geht's ja. Er hat recht. Wie wär's denn mit dem Sword of Cosmos? Infinity Attack Damage, Durability 9999. Ja. Okay, lass bauen. Genau. Und fertig. Cheater. Nein. Warte, dafür brauchen wir nur 17 Infinity Ingots. Oh, die wollten wir sowieso machen. Also die sind echt krass. Wer die noch nicht gesehen hat, passt mal auf. Infinity. Look at this. Sieht im ersten Moment gar nicht so krass aus, wenn man so möchte. Look at my Infinity Ingot, my Infinity Ingot. Aber so die einzelnen Sachen sind halt super krass. Oh, das ist gut. Was machst du? Ist gut. Alter, nix, hier, tot. Dein Schwert. Hier, verzauber das doch. Was ist das? Steel Sword. Steel Sword. Das geht? Wow. Warte, ich brauch Brot. Ich habe übrigens kein Level mehr. Sollen wir ganz kurz im Deep Dark? Nein. Oder wie viel Level hast du? Ach so, vier. Gib. Warte mal kurz. Brett. Give it to me, baby. Aha. Warte mal, hier ist das und hier was ist das. Verzauber! Oh, du kriegst Damage später. Oh. Alter, war knapp gewesen. Wo bist du daran jetzt gestorben, weil ich dich so angeredet hätte? Kostet einfach 11 Level, weil ich das kaputt gemacht habe. Nein, dann mach ein neues. Warte mal gucken. Aua. Vielleicht kostet er. Warte, mach das mal immer anders. Ich hole mir immer eben ganz viele Level. Zack. Kostet immer noch so viele Level. Das wäre lustig gewesen. Und so halten. Ich habe schon zwei Level. Geil. Warum brauchen denn die Essenceberry Bushes so lange? Die sollten hier instant wachsen, finde ich, in der Mod. Genau. Aber instant. So. Oh, du hast Night Vision oder hast du schon Night Vision? Hast du Night Vision hier? Ich habe Night Vision hier. Warum? So. Nee, wollte ich nur mal wissen. Was ist das? So. 10. Oh, eins noch. Okay, ich komme zurück. Ich habe jetzt 4 Level. Bringt das nicht, ne? Okay, ich habe jetzt 12 in der Zeit. Nice. Okay, haben sie auch mit Reaper 3. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Mobs, aber es ist noch hell. Ne? Wir haben 9:48 Uhr. Es dauert zu lange. Wo? Ah, hi. Die Dark? Ja. Hallo. Oder warte. Oh. Ja, ist recht. Okay. Ich hole noch Fackeln. Sind wir nach Hause gegangen? Ja. Warte, wir brauchen... Was wollen wir denn? Zombies, Torch. Spinnel, Creeper? Was brauchen wir am ehesten von den Drops der Monster? Krass. Keine Ahnung, nichts. Ja, pass auf, kloppt die einfach mal weg, die Viecher, die da rumlaufen. Gucken wir mal, wo wir droppt, ne? So oft droppt das ja auch nicht so dick. Also ist kacke. John Cena! What? Ich war so weit weg von dem! Hahaha, Lusche. Aber dein Edringer kannst du behalten, ne? Ja. Alter, wir haben 40.000 Zertusquarz, das. Wir sollten die Automatikanlage anbauen, dann könnten wir mal endlich die Disketten craften, die dicken, und die Tower der Disketten machen. Ich glaube, das machen wir im Stream. Übrigens, Stream, heute 18:30 Uhr beginnt ein Minecraft Zone Stream, da werden wir mir einiges vorbereiten, damit es halt wieder richtig abgeht hier. Und wie? Weil wir müssen ein paar Sachen automatisieren, das Haus ein bisschen weiterbauen und dann geht es in der morgigen Folge wahrscheinlich. Machen wir das so? Behindert? Wer hat denn das ausgedacht? Sorry. Fällt gerade ein, machen wir das so, aufnehmen und dann so. Boah, ist das dumm. Hi. Was passiert? Ja, man sieht den Fahrstuhl nicht, weil da überall Schnee ist. Ja, stimmt. Warte, ich habe irgendwas vergessen. Was wollte ich denn hier aus dem System nehmen? Torches. Fackeln. Wie lange der stand? Wie heißt immer der Wand? Ne, der heißt nicht so. Wie heißt denn mal der Wand? Steff. Die alte. Da sind 13 Fackeln drin. Fick dich, Stab. Ach so, ich habe einen mit 500. Da warte ich gleich auch. Stick. Ich gleich auch. Coal. Ich mache mir jetzt automatisch Fackeln und mache mir 38.000 Fackeln. Oder die Eyebrauen noch. Gott, was klickt denn hier? Oh nein. Boah, ich habe mein Inventar mit Fackeln voll und der lutscht die ganze Zeit. Kennt ihr das? Ja.
Wenn die ganze Zeit der Stab lutscht. Da kommt der Hand. Hört sich ein bisschen komisch an, wenn ich ehrlich bin. So. Findest du? Na, Quatsch. So, wir bräuchten eine Hexe, da hätten wir ganz viele Sticks, fällt mir gerade mal ein. Können wir Sticks zurück zum Woodcraften? That would be pretty nice. Ich krieg Damage, Fackel, Fackel. Ich hab das Ding gerade weggelegt. Ah, ah, oh, oh, Fackel doch. Oh, sorry. Toll. Ich bin hell, sagst du? Ärzten. Ja. Oh. Hui. Okay, mein Stab lutscht gerade richtig. Gut, aber ich gehe, glaube ich, schon mal wieder ins Lieblag, weil bis ich hier fertig bin, bist du schon fertig. Komme! Hi. Irgendwie blöd. Ich hab gleich 1000. Das Schwert macht halt gar kein Damage. Boom, boom. Können boom, wir das irgendwie boom, mit. Boom. Wie nennt sich das? Boom. Schadensverzaubern? Boom. Verzaubern? Ja, klar. Boom. Verzaubern. Boom, 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 boom. Guck mal. Die wird boom, richtig boom, hell. Boom, boom. Was ist das denn für ein Ding? Bam. Boah, ein Erdblock. Boom. Oh, krass. Sowas habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Ja, wir können theoretisch auch die Grinder ausstellen und du kannst sie an dem Spawner hinstellen, wird auch gehen, ne? Da sind die Mobs nicht so stark. Der fliegt bestimmt in die Luft und ist dann sofort tot. Nein. Oh, ich bin auch fast tot, apropos. Krass. So, warte, Mobs spawnen hier gerade unentwegt um mich herum. Ein Hit noch. Boah, da war aber krass. Creeper! Oh. Was ist? Ja, sollen wir an den Grinder gehen? Warum? Jetzt ist die Ratze ausgeleuchtet. Alter, guck mal. Oh, Bücher sind gut. Kennst du die maximale Füllmenge von dem Stab? Nee. Ich schon. 1.999? Nee, 1,5. 1.500? Ja, genau, weil ich verbrauche gerade immer eine und da ich ganz viele Fackeln im Inventar habe, wird jetzt sofort wieder aufgefüllt. So ein Luschenstab. Okay, ist eigentlich doof, jetzt hat hier so hell ist überall, weil hier spawnen ja keine Monster mehr jetzt. Hast du gut erkannt, Peter. Geil, willst du eine Mobfarm? Nee. Wo bist du? Zu Hause. Okay. Jetzt an der Mobfarm? Nee. Jetzt zu Hause? Hast du Level? Ne, warte, ich habe gerade keine Level, weil die Anzeige halt kaputt ist. Leg einmal ins Ding. Und dann. Oh, lol! 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 Warte hin! Lol! Warte! Lol! Lol! Peter, wie viel Level hast du? Ich weiß nicht, wie sehe ich das? Leg einmal in das Ender-Ding rein. Dann kriegst du die angezeigt. Ah, da. Null? Ah, okay. Warum, was brauchen wir denn? 20 Level. Ich habe übrigens deine gerade genommen. Ach so, wie viel waren das? Ich glaube 6. Okay, können wir das jetzt machen mit der Farm da hinten? Gibst du mir das Schwert? Oder wolltest du Sharpness auch drauf machen? Ich wollte Sharpness drauf machen, weil weißt du, wir haben mal aus dem Reward-Bag ein Dia-Schwert mit einem Durability und Sharpness 10 bekommen. Und das konnte man disenchanten, das heißt, ich habe jetzt einen Verzauberungswurf mit Sharpness 10. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Das ist ja voll gecheatet, Alter. Na, überhaupt nicht. Leute, können wir nicht ein Auto-Anvil benutzen? Und dann? Soll ich den bauen? Dann können wir das mit Mobisend zusammenbasteln. Ah! Auto-Anvil. Nee, das ist, glaube ich, nicht der. Was ist er denn? Ich weiß nicht, ob der damit klarkommt. Hier, doch, der andere. Auto-Envil. Auto-Envil von Mindfactory. Ja, den habe ich ja. Hier, guck. Da hast du ihn gebaut? Ne, noch nicht. Soll ich den bauen? Warte, ich bereite das schon mal vor. Dann muss ich gleich nur noch einmal draufdrücken. Ja, warte, wir brauchen 3 Amboss. Dark Steel Amboss. Dark Steel Amboss. Den brauchen wir noch. Machst du den? Ja, haben wir den Dark Steel? Nein. Dark Steel. Oh, Dark Steel ist teuer, Mann. Aber warte mal, wo war Dark Steel denn? Steel und Obsidian. Chest. Steel und Obsidian. Das wird so krass jetzt werden. Iron Chest. Haben wir keinen Induction Furnace? Inductions Matter. Induction. Da haben wir doch. Nice. Also, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Dark Steel irgendwie. Mal, was nehme ich denn hier? Da ist Minus. Und da arbeitet er. Haben wir einen Induction Furnace? Hier. Obsidian. Steht hier und schmilzt. Coal Powder. Eisen. Kannst du kurz Obsidian? Das mache ich schon. Warte. Pulverizer. Dann machst du Pulverized Coal oder machst du schon? Hast du schon? Coal? Warum denn Coal? Ach, damit machst du das? Lol. Blood Moon is rising. Jetzt wollte ich das Schwert. Gib mir das Schwert so lange. Jetzt. Gib mir das Schwert. Jetzt willst du das Schwert. Jetzt Blood Moon gerade. Aber was ist, wenn das dann kaputt geht und dann mehr kostet zum Verzaubern?
Reparieren wir das. Oder Auto-Enchanten wir das. Ja, warte mal, ich bekomme da jetzt ein paar Level wahrscheinlich, oder? Alter, das ist ja mal komplett Win-Win. Pass auf, jetzt hole ich. Und außerdem, wenn ich jetzt ein paar Mobs töte, habe ich direkt die Seele am Start. Du brauchst eine Seele. Kann ich die haben? Ja. Kannst du mir dann, also jetzt mein Echt, kannst du mir die verkaufen? Habe ich schon gemacht. Für 5 Euro in der Mittagspause in der Schule. Oh Mann. Hatte der so eine schwarze Kutte an, der Typ? Nee. Hatte der... Ich hatte nur Hunger. Achso. Hatte der Typ so... Genau, hatte der Lehrer eine schwarze Kutte und hatte eine Knochenhand an? Jo, nee. Kam das nicht komisch vor? Nö. Hatte der eine Knochenhand an? Genau. Hey, Anvil. Achso, du machst jetzt gerade Mobs, ne? Boah, ist das ein Fick-Schwert. Ja, eben. Und im Deep Dark, wo die Monster noch doppelt so stark sind, ist das noch viel fickeriger. Fickeriger? Oh, das ist ein cooles Wort. Hashtag fickeriger. Oh. Das ist ja super ätzend. Ich hab das lieber nicht in die Kommentare, sonst wird ja ein Video noch gestreikt oder so. Meinst du? Ich weiß nicht. Wie sieht das aus? Spinne! Oh. Oh. 5 Herzen noch. Oh, jetzt streitet die Spinne mit dem anderen Ding. Geil. So. Aber ich habe noch keine Seele übrigens. Komm. Peter, komm. Jo. Peter, und zwei Level. Ja, aber komm doch lieber zum Mobfarm, schnell. Am Mobfarm soll ich kommen? Schnelle. Oh, ich glaube, da hätte ich doch die Röhre nehmen sollen. Wir müssen die Röhren mal wieder öfter benutzen. Ja. Weil die Röhren so schnell sind. Weißt du, hast du einmal ein Angel Ring, bist du nur am Rumfliegen. Blitzrot, weg mit dir. Los, gib. Bist da? Gib. Los, gib. Give it to baby. Gesehen kam später cool. Als ich. Das war ein cooler Move, Peter. Ich weiß, ich bin auch cool. Warte mal, ich brauche ein paar. Jetzt habe ich keine Brötchen mit. Ah, warte mal, ich habe bei denen. Brad. Und warum entscheidet er jetzt nicht? Oh, die Gas Iron Trinket. Geht das nicht? Nee. Nein! Okay, wie viel Level hast du? 2. 2. Ja, ich habe ein bisschen gefarmt. Du bist 10 Minuten hier rumgeflogen und hast 2 Level. Ja, warte mal, das Schwert war ein bisschen blöd, warte. 2. Ich habe übrigens einen Reaper auf meinem Bogen. Nein, Quatsch. Das wär's. Und müsst ihr mal reingucken. Warum arbeitet der denn nicht? Hätten wir das nicht auf meinem Bogen machen können? Doch, vielleicht schon. So, jetzt mal so by the way. Okay, Heiko. Einmal den Bogen rausgeholt und direkt Level am Gate. Nee, natürlich nicht. Dein Bogen ist doch Dingers Kunstwerk. Kann man nicht verzaubern. Ach, stimmt. Okay. Digga. So, am Start habe ich jetzt 7 Level, mal eben. Hier fehlen... Wo sind denn die Mobs alle? Ah, hier. Wie hast du 7? Ja, also wir bräuchten eigentlich mal eine richtig geile Fläche noch irgendwo, wo Mobs dann spawnen, wenn wir Mobs brauchen. Obwohl, wir brauchen mal bald einen. Mein Gott. Kannst du mal in die Base kommen? Ja. Ja, komm in die Base. Schnell. Warte, schaff halt auch. Schnell. Ja. Na Quatsch, warte, komm. Bin jetzt schon an unserer alten Base. Im E-Kern auf der rechten Seite. Jetzt. Okay. Windrad in Sicht. Oh, Mops. Schnelle. Komm hier rein jetzt, Peter. Schnell. Okay, warte. Wie viel Level brauchst du? Nix. Du darfst Level haben. Du hast die Aufnahme. Ich hab 9. Level sind im XP-Obelisken. Vor dem Anvil liegt das Buch und das Schwert und die beiden musst du kombinieren. Oh mein Gott, warte mal, Level nehmen. Oh mein Gott, das ist so eine Quest wie in Final Fantasy 15. Nee, da sind die einfach, glaube ich. Steel Sword und das Buch. Geht? Alter, 20! Jawoll! Hast du jetzt eins mit Sharpness 10? 5. 5? Ja. Wie? Ging nicht? Ja, anscheinend sind 5 Level abhanden gekommen. Och, Mann, oh. Aber wir haben jetzt das ultimative Reaper-Schwert. Damit werden wir uns erstmal auf die Suche machen nach einer Seele, weil wir brauchen eine am besten, finde ich, von einem Zombie. Okay. Warte mal. Da ist alles gut. Oh mein Gott, hier ist eine große Fläche mit Mobs. Ja, pass auf, dass da kein Funzina Creeper ist, sondern ein Edelgucker. Gut mal. Ne, nur diesen komischen Turm da. Diesen komischen Turm vor allen Dingen. Oh mein Gott, sie kommen alle. Ich weiß gar nicht, wie lange waren wir nochmal dran bei unserer alten. Oh mein Gott. Aufnahme. Welcher?
Also bei Rise, wie lange waren wir da nochmal dran, um sowas zu bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ging relativ flott mit dem ganzen Kram, den wir in Rise hatten. Ich glaube, in Rise hatte man das einfach schon. Weißt du? Das hat man doch irgendwann so gehabt. Meinst du? Okay. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das gefahren zu haben. Ja, kann auch sein, dass das einer der... Oh, ja, aber... Das war ein John Cena, do you know what I mean? Oh, wenn er dann überhaupt... Krasser John Cena, ey. Krass. Okay, der war fast down. Die sind auch schneller, da rein kennt man die. Ja, die sprinten einfach auf dich zu und explodieren im Radius von 7000 Blöcken. Hexe! Oh, die hätte ich gerne. Komm, Hexe, gib mir deine Seele. XP-Boost? Hexe wäre echt geil. Cool. Oh, warte mal, warte. Ich glaube, da sind John Cena hinter uns. Oh mein Gott. Oh, bam. Okay, warte. Oh, bam. Jetzt muss ich nur mal einsammeln. Oh, ich bin gleich tot. Also ich habe übrigens keine Seele bekommen. Ich werde das hier noch ein bisschen weiterfarmen und hoffentlich in der nächsten Folge eine Seele haben, damit wir die Mob-Farm mal automatisieren können. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen am besten nach oben. Hier könnt ihr jetzt einfach nochmal... Guter Trick immer, ne? Hier könnt ihr jetzt nochmal den Kanal von Heiko sehen. Mein Kanal, die Playlist, die aktualisiert ist, wo jetzt wirklich alle Folgen drin sind, hoffentlich, weil jetzt über zwei vorhanden sind, wahrscheinlich. Dann nochmal ein Random-Video und denkt dran, heute Abend ist der Livestream. 18:30 könnt ihr zugucken und dann könnt ihr auch mitbestimmen, was wir zuerst bauen und wo wir... Alter, hauptsache ich habe einen Pfeil in meine Eier. Voll gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.